auf einer Mitte. Sag mal. Was? Der Anrufsbeantworter geht. Hat halt meine Schwester draufgesprochen, bist du zu Hause. Was will denn deine Schwester? Ja, aber das Telefon hat nicht gelitten. Ja, weil die Lautstärke reguliert werden muss. Hab ich da ganz laut eingestellt. Ich geb dir mal ein anderes Telefon. Weil das Telefon, das hat Inge zu oft mit dem Weinschorle drauf geschüttet und irgendwie ist die Elektronik da kaputt. Einmal geht's, einmal geht's nicht, was? Ich habe noch ein altes Jahr, weißt du, mit den Radl, das steht hier so. Das ist mir nämlich tausendmal lieber, wie das scheiß elektronische war. Was muss? Machen wir es den ganzen Tag auf und heute Nacht wieder. Wenn wir die Wohnungen so in Schuss bringen, wie du weißt. Monsieur, meine Nachbarin, die seit 8 Monaten eingezogen ist, die wohnt allein in ihrer Wohnung. Schön für Sie. Die kann sich nicht bewegen, hat ein Wasser im Körper und einen Bauchumfang wie ein Elefant. Ich bin für die einkaufen gegangen, gell? Ist die Wasserträgerin, oder? Ja, so kann man sagen. Jetzt muss man vorstellen, jetzt ist sie gestern oder vorgestern vom Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau hat 10 Kinder und wohnt allein im Haus. Ist schon 2 oder 3 Mal umgefallen. Wie alt? 73. Ja. Und die Kinder kümmern sich. Ja, jetzt frage ich mich, wenn die ins Krankenhaus geht, dass da ein normaler Chefarzt die noch nach Hause gehen lässt, unter diesen Umständen, glaube ich. Weil die hat eine Krücke, die ist gehbehindert, bypasst alles. Dann habe ich zu der gesagt, warum machen sie sowas? Ja,